Also, das wundert mich tatsächlich, dass viele, vor allen Dingen ältere Leute, danach fragen, was sie eigentlich so mit Smartphone-Liebe zu tun haben. Und das klingt dann immer so, als müsse man jetzt aktuell bei Tinder sein oder als müsse man so auf Online-Plattformen direkt jetzt nach Partnern suchen oder als müsse man sich jetzt gerade frisch verlieben. Dabei hat Smartphone-Love eigentlich nicht nur was mit Kennenlernen zu tun. Also eine Smartphone-Liebe zu haben heißt eigentlich den größten Teil des Kontakts mit dem anderen über dieses eigenartige Gerät zu organisieren. Also sich auch nur SMS zu schreiben oder WhatsApp-Nachrichten oder ein Foto zu schicken oder Mails oder wie sich kleine Emojis zu schreiben. Es mag natürlich Leute geben, die in ihrer Beziehung gar kein Gerät benutzen und bewusst darauf verzichten, aber die allerwenigsten gehören dazu. Und das heißt eigentlich, dass die meisten von denen, auch die mich so fragen, was das eigentlich mit ihnen zu tun hat, eigentlich schon mittendrin sind. Ich glaube ja auch, dass die Sache mit den sogenannten Älteren, die nichts mit der Smartphone-Liebe zu tun haben, also wirklich auf einem alten Vorurteil fußt, als hätten sich ältere Menschen irgendwie aus dem Liebesleben verabschiedet und als hätten sich Paare, die lange zusammen sind, nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu senden, so als wäre die Liebe, also auch die leidenschaftliche, die zugewandte, die intensive Liebe etwas so für jüngere Menschen. Dabei stimmt das natürlich nicht. Ist doch völlig klar, dass sich 50-Jährige genauso verlieben wie 60-Jährige oder 70-Jährige und wieder verlieben und sich trennen oder ihre Liebe erneuern oder in Bewegung halten. Und die tun das natürlich auch mittlerweile mit dem Smartphone. Wahrscheinlich entdecken die das eher derzeit doppelt neu. Also sie müssen eigentlich doppelt experimentieren, nicht nur, weil das mit dem Smartphone neu ist, sondern auch, weil sie mit der Ausgestaltung ihrer Liebe experimentieren müssen. Also weil es dafür einfach so wenig Vorbilder gibt und weil es eben immer noch so viele Vorurteile gibt, gegen die man sozusagen liebend anarbeiten muss. Naja, also ich würde es immerhin mal versuchsweise einfach umdrehen und sagen, also gerade die Älteren sind auf ihre Weise eigentlich ganz, ganz intensiv betroffen. Und gerade ihnen muss man zugucken, also wenn man sagt, dass jetzt die Liebe neu erfunden wird. Und wahrscheinlich müssen die Älteren dafür auch anfangen, sich selbst genauer zuzugucken. Also nicht abwiegeln und sagen, ah, ich mache so wenig, ich schreibe nur ein bisschen, sondern tatsächlich, also erstens zu entdecken, was sie schon längst tun. Und zweitens zu verstehen, dass sie natürlich das weiterentwickeln können und weiterentwickeln müssen, indem sie sich so schreiben und so zeigen und so lesen und so sehen, wie das nie zuvor passiert ist und auch nie ging. Und das ist dann wirklich Liebe. Also das ist ihre Liebe.